Ich freue mich über die Einladung und ich freue mich ja, dass ich nicht in der Versenkung verschwunden bin, was man ja auch befürchten konnte. Wenn man so ein Amt eine Weile inne hatte, dann hat man ja irgendwie sowas wie eine Amtsbekanntheit und wenn man dann danach trotzdem noch eingeladen wird, dann ist das immerhin auch ein Zeichen, dass das auch ad personam ist. Ja, aber zur Sache. Sie haben mich ja gebeten, zum Thema Datenschutzkontrolle bei den Sicherheitsbehörden etwas zu sagen. Und Datenschutzkontrolle bei den Sicherheitsbehörden ist ja ein Unterfall der Datenschutzkontrolle bei Behörden. Insofern möchte ich doch zunächst etwas zur Datenschutzkontrolle sagen. Es ist bei uns fast selbstverständlich, dass es Datenschutzbeauftragte gibt. Auf Bundesebene und in den Ländern. Das ist weltweit nicht ganz so selbstverständlich. Die allermeisten Länder auf dieser Welt haben keine Datenschutzbehörden, die die Einhaltung von Datenschutzvorschriften überwachen. Zum großen Teil deshalb auch, weil es keine Datenschutzvorschriften gibt. Und dort, wo es Datenschutzvorschriften gibt, gibt es auch nicht überall Datenschutzbehörden. Und dort, wo es Datenschutzbehörden gibt, sind die häufig gerade für den Sicherheitsbereich überhaupt nicht zuständig. Also wenn ich mich mal in Europa umgucke, gibt es ganz, ganz, ganz wenig Datenschutzbehörden, die für diesen Bereich auch zuständig sind. Das erklärt auch zum Teil, warum man von den europäischen Datenschutzschützern in Sachen Snowden, Geheimdienste nicht so allzu viel gehört hatte. Sie können natürlich über ihre formellen Befugnisse hinaus auch Meinungen äußern. Und es gibt natürlich, gerade das macht ja der Fall Snowden deutlich, vielfältige Verknüpfungen zwischen der geheimdienstlichen Datenverarbeitung und der Datenverarbeitung von Unternehmen. Insofern wirkt sich die Überwachung auch massiv auf die Datenverarbeitung von privaten Unternehmen, von Menschen, die das Internet nutzen, von Menschen, die Telefone benutzen, aus. Und selbst wenn keine Befugnis zur Kontrolle der Geheimdienste besteht bei den Datenschutzbehörden, so besteht doch, zumindest in Europa, durchgängig eine unabhängige Datenschutzkontrolle hinsichtlich der Telekommunikationsunternehmen. Und wenn deren Daten abgesaugt werden, dann hat das natürlich auch etwas mit Datenschutz zu tun. Lassen Sie mich einen Schritt zurückgehen. In Deutschland gibt es Datenschutzbehörden seit 1970. Damals ist das Hessische Datenschutzgesetz verabschiedet worden. Der Bund folgte 1977. Ich habe heute noch mal nachgeschlagen. In der Tat, im Datenschutzgesetz von 1977 steht nichts von der Wahl des Datenschutzbeauftragten. Der Datenschutzbeauftragte wurde von der Bundesregierung bestimmt und dann formell vom Bundespräsidenten ernannt. Er war also quasi in das Behördengefüge lückenlos eingebunden. Er war weisungsabhängig. Erst durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983 änderte sich diese Situation. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht unter anderem ja ein Recht, ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung festgestellt und dabei auch die Rolle der Datenschutzbeauftragten betont. In diesem berühmten Volkszählungsurteil ist davon die Rede, dass die unabhängigen Datenschutzbeauftragten Bestandteil und unverzichtbar für einen effektiven Rechtsschutz seien. Das bezog sich auf die Volkszählung, also auf eine staatliche Maßnahme. Und wenn wir jetzt mal uns anschauen, wie Geheimdienste arbeiten, wie Sicherheitsbehörden auch über den nachrichtendienstlichen Bereich hinaus arbeiten, dann muss man ja feststellen, dass insbesondere dort, wo heimliche Ermittlungsmaßnahmen stattfinden, wo überwacht wird, der normale Rechtsschutz nicht funktioniert. Er ist ja sogar formell in Artikel 10 Grundgesetz ausgenommen, bei den G10-Maßnahmen. Die Änderungen
die allererste große Koalition im Rahmen der Notstandsgesetze am Grundgesetz vorgenommen hatte, gerade in Bezug auf Artikel 10 Grundgesetz, beziehen sich auch auf den Ausschluss der Rechtsschutzgarantie oder die Änderung der ansonsten gegebenen Rechtsschutzgarantie des Grundgesetzes. An die Stelle der richterlichen Kontrolle tritt bei G10-Maßnahmen die Kontrolle durch parlamentarische Gremien. Wie wir mittlerweile wissen, das immer noch sehr lesenswerte Buch von Josef Foschepoot macht das ja deutlich, sind diese Vorschriften auf Initiative und Druck der damaligen Westalliierten zustande gekommen, die damit sicherstellen wollten, dass die deutschen Behörden, wenn sie denn auch ein bisschen unabhängiger von den Alliierten Weisungen tätig sind, weiterhin die sogenannte strategische Fernmeldekontrolle ausüben. Strategische Fernmeldekontrolle, darüber ist bestimmt gestern auch schon gesprochen worden, nur zur Erinnerung, das ist die Kontrolle des grenzüberschreitenden Fernmeldeverkehrs, zunächst nur beschränkt auf die Satellitenkommunikation und auch entsprechende Postsendungen, mittlerweile aber doch auch ausdrücklich auf alle Formen von leitungsgebundener Kommunikation ausgeweitet. Für diese ganzen G10-Maßnahmen, auch für die individuelle gezielte Fernmeldeüberwachung, gibt es also praktisch keine gerichtliche Kontrolle, obwohl durch Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts mittlerweile sichergestellt ist, formalita, dass Betroffene im Nachhinein informiert werden müssen über die Tatsache, dass sie möglicherweise Gegenstand von solchen heimlichen Überwachungsmaßnahmen geworden sind. Bei der strategischen Kontrolle gilt das nicht in dem Maße wie bei der Individualkontrolle. Aber gleichwohl, dem Grundsatz nach besteht eine solche Informationspflicht, auch wenn dieser Informationspflicht ganz praktisch häufig nicht nachgekommen wird. Die Datenschutzbehörden, die Datenschutzbeauftragten genauer gesagt, des Bundes und der Länder sind auch für die Nachrichtendienste grundsätzlich zuständig. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Aber es gibt einen Ausnahmebereich. Das sind die von mir erwähnten G10-Maßnahmen. In § 24 des Bundesdatenschutzgesetzes wird ausdrücklich festgestellt, dass der Bundesbeauftragte, und dieselbe Regelung gilt dann auch für die Landesbeauftragten, keine Kontrollzuständigkeit hinsichtlich der Daten besitzt, die im Rahmen von Maßnahmen nach Artikel 10 Grundgesetz beziehungsweise durch das G10-Gesetz stattfinden und die insbesondere durch die G10-Kommission kontrolliert werden. Und gerade diese Kontrollzuständigkeit der G10-Kommission ist etwas, was in gewissem Umfang dann ja sich sogar problematisch erweist für die Datenschutzkontrolle. Überall, wo die G10-Kommission zuständig ist, sind die Datenschutzbeauftragten per Gesetz blind. Nun könnte man sagen, das sind ja nur diese Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen nach G10. Nach dem 11. September 2001 hat sich daran etwas geändert. Da haben die Nachrichtendienste ja bestimmte zusätzliche Befugnisse erhalten, auch zum Beispiel bei Reiseunternehmen sich nach bestimmten Informationen zu erkundigen, nach Banktransaktionen und da haben ja die Grünen damals durchgesetzt, dass das durch die G10-Kommission kontrolliert werden sollte. Im Nachhinein war das ein Pyrrhussieg. Denn die Zuständigkeit der G10-Kommission führte jetzt automatisch dazu, dass auch diese Maßnahmen nicht mehr unter der Kontrolle beispielsweise des Bundesbeauftragten für den Datenschutz waren, sondern nur noch durch die G10-Kommission. Nun kann man sagen, ist ja schön, man hat ja so eine G10-Kommission. Aber die G10-Kommission ist so zusammengesetzt wie der Bundestag selbst. Das heißt nach dem Mehrheitsprinzip, das dort auch herrscht. Sie ist tagt streng geheim. Die G10-Kommission hört im Prinzip nur die Nachrichtendienste beziehungsweise die Vertreter der Bundesregierung, keine
Anwälte des öffentlichen Interesses, geschweige denn diejenigen, gegen die sich die Maßnahmen richtet. Das Letztere kann ich ganz gut verstehen. Wenn man überhaupt heimliche Überwachungsmaßnahmen gut hält, wäre es natürlich zweifelhaft, vorher erstmal die Meinung der zu Überwachenden einzuholen. Aber genau dieses Manko führt zu einer gewissen Schieflage. Unabhängig von den sonstigen Ineffektivitäten der Kontrolle bei Nachrichtendiensten, die durch parlamentarische Gremien mit unzureichender Ausstattung gewährleistet werden soll. Da sind schon Datenschutzkontrollen, die durch Datenschutzbehörden, durch Datenschutzbeauftragte durchgeführt werden, bisweilen etwas tiefergehend. Das ist kein Vorwurf an die beteiligten Parlamentarier oder ihre Mitarbeiter. Aber es ist de facto so, dass eine Behörde mit entsprechender Expertise, mit technischem Know-how, mit Personen, die im Grunde genommen mehr oder minder immer nur prüfend unterwegs sind, das ist natürlich schon was anderes. Was mich immer überrascht hat, ist, dass, soweit ich weiß, in der gesamten Zeit, seit es das G10-Gesetz gibt und auch seit es das parlamentarische Kontrollgremium im Deutschen Bundestag gibt, kein, sag ich mal, Amtshilfeersuchen gegeben hat, dieser parlamentarischen Gremien gegenüber dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Ich war bei beiden Gremien zu Beginn meiner Amtszeit gewesen und ich hatte den Eindruck, da war kein großes Interesse da. Ne? Also da jetzt die Zusammenarbeit zu suchen, ich habe das immer wieder angeboten, darauf hat es keine, sage ich mal, positiven Reaktionen in dem Sinne gegeben, dass dann so eine Kooperation oder solche Hilfsdienstleistung des Bundesbeauftragten angefordert worden ist. Das habe ich immer bedauert, aber das musste ich natürlich hinnehmen. Das ist im Rahmen des unabhängigen Mandats der parlamentarischen Gremien natürlich, sage ich mal, legal, völlig legal. Ob es politisch angemessen ist und ob es, sage ich mal, im Sinne einer effektiven Kontrolle ist, darüber mag sich jeder sein eigenes Bild machen. Die Stellung der Datenschutzbehörden ist, das deutete sich ja auch schon beim Bundesverfassungsgericht an, eine grundrechtssichernde. Und gerade deshalb müssen diese Datenschutzbehörden unabhängig sein. Aber was heißt unabhängig? Also eines war schon relativ bald klar nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, diese exklusive Auswahl durch die Regierung genügt diesem Unabhängigkeitsanspruch nicht. Dementsprechend ist das Bundesdatenschutzgesetz 1990 geändert worden. Seitdem werden die Bundesbeauftragten durch das Parlament mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Hauses gewählt. Allerdings immer noch auf Vorschlag der Bundesregierung. Also anders als in einigen Länderparlamenten, Thüringen beispielsweise, es ist nicht möglich, dass da unterschiedliche Kandidaten vorgeschlagen werden. Und dieses ist ein Verfahren, das ich eigentlich bevorzugen würde, wenn man die Unabhängigkeit noch weiter stärken würde. Natürlich wirken sich in den Parlamenten immer auch die Mehrheitsverhältnisse aus, sodass es höchst unwahrscheinlich ist, dass ein Kandidat aus den Reihen der Opposition eine Mehrheit gewinnt. Aber gleichwohl. Ich finde, es stände auch in diesem Bereich den Verantwortlichen gut an, wenn da eine Art Konkurrenz möglich wäre, dass gezeigt würde, da gibt es Alternativen, ne, auch im Personalangebot. Und das stärkt ja diejenigen, die dann schließlich gewählt werden. Ne, jedenfalls gegenüber einer Situation, wo sie die einzigen Kandidaten sind. Und wenn sie dann nicht gewählt werden, dann ist das für die Personen natürlich auch jetzt ein Desaster. Da gibt es ja im hohen Norden derzeit ein interessantes Beispiel für. Datenschutzbeauftragte sollen unabhängig sein, aber sind sie es wirklich, wenn ihre Behörden angegliedert sind an Ministerien? Ist ein Bundesdatenschutzbeauftragter unabhängig, wenn er an die Dienstaufsicht des Innenministers gebunden ist und der Rechtsaufsicht durch die Bundesregierung unterliegt? Ich habe immer gesagt, nein.
Die Bundesregierung hat darauf nicht reagiert. Der Europäische Gerichtshof hatte über eine ähnliche Frage bei den Landesdatenschutzbehörden zu entscheiden. Das ist schon einige Jahre her. Und der Europäische Gerichtshof ist zum Ergebnis gekommen, dass die entsprechende Vorgabe der Europäischen Datenschutzrichtlinie von 1995 in Deutschland nicht umgesetzt worden sei, weil die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder eben der Rechts- und Dienstaufsicht und teilweise sogar der Fachaufsicht der Landesministerien unterstanden. Nun hätte es eigentlich nahegelegen, dass die Bundesregierung, das war zur Zeiten der sozialliberalen Koalition, jetzt darauf reagiert hätte. In dem Sinne, dass man sagt, na gut, die ähnlich ausgestaltete Stellung des Bundesbeauftragten muss doch jetzt auch geändert werden. Nein, die Argumentation war eine sehr formale. Es müsse nichts geändert werden, denn das Verfahren hätte sich ja zwar gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichtet, aber nur gegen die Stellung der Datenschutzbeauftragten der Länder. Das hätte keine Auswirkungen auf den Bund. Also blieb es bei der Situation. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der in dem Zusammenhang nicht unwesentlich ist. Die Datenschutzbehörde, also die Behörde des Bundesdatenschutzbeauftragten, ist eben beim Bundesinnenministerium angegliedert. Wenn es eine reine organisatorische Ankopplung wäre, wäre das, glaube ich, auch nicht so extrem schlimm. Das Problem ist, dass das gesamte Verwaltungsverfahren, zum Beispiel bei der Aufstellung des Haushalts, über das Bundesinnenministerium abgewickelt werden muss. Und das bedeutet, dass das Bundesinnenministerium und dann nochmal das Finanzministerium Prioritäten setzt. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass auch in Jahren, wo hunderte Stellen für die Sicherheitsbehörden neu geschaffen wurden, nicht eine einzige Stelle für den Datenschutz übrig war, weil man ja Prioritäten setzen musste. Und ich konnte nicht mal dagegen wirklich angemessen vorgehen. Ich konnte, sag ich mal, mich an die Presse wenden, aber das ist ja eigentlich der zweitbeste Weg. Eigentlich wäre es besser, wenn man dann direkt mit dem Parlament verhandeln würde. Manchmal gab es auch neue Stellen, aber das war letztlich immer abhängig von der jeweiligen Prioritätensetzung der jeweiligen Bundesregierung. Ich halte das für einen extrem unbefriedigenden Zustand. Der zweite Aspekt betrifft das Personal. Da heißt es, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesdatenschutzbeauftragten nur mit seinem Einvernehmen eingestellt werden dürfen beim Bundesdatenschutzbeauftragten durch das Bundesinnenministerium. Das heißt, die Vorauswahl findet durch das Bundesinnenministerium statt. Die Frage ist aber, nach welchen Kriterien wird da vorausgewählt? In den Medien konnte man ja nachlesen, das war im letzten Jahr, dass dieses Vorauswahlverfahren hochgradig umstritten war. Angeblich hatte die Personalabteilung oder der Personalbereich des Bundesinnenministeriums neben der Qualifikation auch bestimmte Erfahrungen in bestimmten Organisationen besonders nochmal gewichtet, sodass die Vorauswahl nicht unbedingt, sag ich mal, unbestrittenermaßen einer der beamtenrechtlich vorgeschriebenen objektiven Bestenauslese entsprach. Aber mir blieb letztlich nur nichts anderes übrig, aus diesem Pool, der dann da übrig blieb, mich zu bedienen, beziehungsweise da dann gegebenenfalls Präferenzen für einzelne Mitarbeiter zu äußern. Das ist auch unbefriedigend gewesen. Hier muss es eine Letztentscheidungs- und vollständige Entscheidungsmöglichkeit der oder des Datenschutzbeauftragten geben. Vielleicht haben Sie davon erfahren, dass in diesem Bereich jetzt etwas Bewegung kommt. Die Bundesregierung hat jetzt im Sommer ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, das der jetzigen Bundesdatenschutzbeauftragten mehr Unabhängigkeit geben soll. Sie soll als oberste Bundesbehörde angesiedelt werden. Das finde ich sehr gut. Habe ich im Übrigen auch immer gefordert. Und sie soll auch diese Personalautonomie erhalten. Die Rechtsaufsicht und die Dienstaufsicht sollen hier entfallen. Das sind alles positive Schritte. Aber wie kam es dazu? Letztlich hat auch dieses Gesetzgebungsverfahren eine Vorgeschichte. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich
im vorletzten Jahr eine zweite Entscheidung zum Thema Unabhängigkeit der Datenschutzbehörden gefällt, nämlich zum Thema Österreich. Die dortige Datenschutzbehörde war ähnlich organisatorisch aufgehängt wie der Bundesbeauftragte. Und das reichte noch nicht aus, um dieses Umdenken zu bewirken, obwohl die Bundesregierung Österreich als Streithelferin beigetreten war, also ihr den Rücken gestärkt hat vor dem EuGH, aber war völlig erfolglos. Erst als dann aus Brüssel Signale kamen, dass man auch jetzt die mangelnde Unabhängigkeit des oder der Bundesbeauftragten beanstanden würde, ein Vertragsverletzungsverfahren, auch hier ein weiteres gegen die Bundesregierung einleiten würde, kam es da zu einem Umdenken. Wie gesagt, kann man sagen, better late than never, aber dieses Gesetzgebungsverfahren hat mindestens eigentlich aus meiner Sicht mehrere Pferdefüße. Zum einen ist es so, dass diese neue Behörde ja jetzt die Personalauswahl, die Personalverwaltung, die Haushaltswirtschaft, alles autonom machen soll. Nach meinem Kenntnisstand ist das ein erhebliches Personalkonvolut, das da erforderlich wäre. Die Bundesregierung hat aber nur vorgesehen, die Bundesbeauftragte mit, glaube ich, 3 bis 4 Stellen entsprechend zu entschädigen, obwohl dieses Volumen ungefähr 10 Stellen ausmacht. Das heißt, für Prüfungen zum Beispiel bleibt dann weniger übrig. Das heißt, sie hat dann zwar formal und rechtlich eine sehr viel bessere Stellung als jetzt, real werden aber Prüfungsmöglichkeiten gegebenenfalls eingeschränkt. Das muss man mal sehen, was daraus wird, ob dann im Rahmen des Haushalts noch etwas nachgebessert wird. Lassen Sie mich ein Thema aufgreifen, was mir aber mindestens genauso wichtig ist im Zusammenhang mit der unabhängigen Stellung und Durchsetzungsfähigkeit. Das ist die Frage, ja, über welche Mittel verfügen denn die Datenschutzbeauftragten? Dazu kann ich sagen, im öffentlichen Bereich, und dazu gehören eben auch die Sicherheitsbehörden, gibt es nur das Mittel der Beanstandung. Das Mittel der Beanstandung ist im Grunde eine Form der formalisierten Kritik. Der oder die Bundesbeauftragte sagen, das oder jenes Verfahren entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen, verstößt gegen das Datenschutzrecht. Und dann entscheiden die Minister so oder so und teilen das dann mit. Es hat den, sag ich mal, etwas negativen Aspekt für die Behörden, dass sie jetzt plötzlich auch sich öffentlich da einer Kritik ausgesetzt werden. In vielen Fällen ist es deshalb durchaus auch so gekommen, dass dann die beanstandete Praxis abgestellt wurde. Aber es gab auch etliche Fälle, auch im Bereich des Bundesinnenministeriums, wo dann gesagt wurde, da sind wir anderer Meinung. Ja, und dann blieb es dabei. Das heißt, es war dann eine Sache im Rahmen von entsprechenden Klagebefugnissen gegenüber einzelnen Maßnahmen, Verfahren oder auch Gesetzen, dieses gerichtlich überprüfen zu lassen, gegebenenfalls vom Bundesverfassungsgericht, das ja in einer Vielzahl von Fällen entsprechenden Verfassungsbeschwerden, Klagen, auch im Organklageverfahren Rechnung getragen hat. Ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber das ist jedenfalls eine, sag ich mal, etwas unbefriedigende Situation. Der zweite Aspekt betrifft die nicht öffentlichen Stellen. Was ist zum Beispiel, wenn ein Telekommunikationsunternehmen Daten speichert, die es nicht speichern darf? Was ist, wenn ein Telekommunikationsunternehmen die Auskunft über Daten, die nach dem Datenschutzrecht jedem Betroffenen zusteht, soweit er selbst betroffen ist, verweigert? Dann kann der oder die Bundesdatenschutzbeauftragte nur sagen, das finde ich nicht gut, und muss dann an die Bundesnetzagentur herantreten. Und die Bundesnetzagentur muss dann entscheiden, ob dann ein Verfahren, zum Beispiel ein Bußgeldverfahren, gegen das jeweilige Unternehmen eingeleitet wird. Aber wenn es gerade um die Interessen von Sicherheitsbehörden ging, wenn es darum ging, Auskünfte nicht geben zu müssen über Verkehrsdaten an die Betroffenen, war die Bundesnetzagentur nicht bereit, meinem Votum da auch zu folgen. Das war es dann. Ich konnte das dann gegenüber der Bundesnetzagentur beanstanden. Naja,
Also kein besonders effektives Mittel. Da haben die Landesdatenschutzbehörden schon etwas schärfere Zähne. Sie können gegenüber Unternehmen, die nicht rechtmäßig handeln, immerhin Bußgelder verhängen. Sie können sogar in besonders schwerwiegenden Fällen die Datenverarbeitung untersagen. Zumindest das müsste man doch jetzt erwarten, gibt man jetzt der Bundesdatenschutzbeauftragten auch als Befugnis. Bisher ist davon nichts zu hören. Schauen wir mal, ob sich da in absehbarer Zeit irgendetwas ändert. Ja, ich bin ein bisschen abgewichen vom Thema der Sicherheitsbehörden. Das Thema Sicherheitsbehörden hat in einem Punkt oder in einer Frage in den letzten Jahren immer wieder eine Rolle gespielt. Ich meine jetzt nicht Snowden, sondern die gemeinsamen Dateien von Nachrichtendiensten und anderen Sicherheitsbehörden, Polizeibehörden insbesondere. Das ist ja etwas ganz Neues gewesen. Man wollte ja jetzt dieses Prinzip, dass man sehr viel mehr Informationen zwischen den verschiedenen Ebenen austauscht, mit Leben füllen, das im Gegensatz zu dem Trennungsgebot steht, das aus meiner Sicht durch das Grundgesetz gefordert ist. Man hat es aufgeweicht. Das ist jetzt nicht der Gegenstand, sondern die Frage, wie kann sowas von Datenschutzbehörden kontrolliert werden, was da passiert? Und da haben wir festgestellt, als meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann da vor Ort waren, dass dann ihnen häufig geschwärzte Seiten vorgelegt wurden. Weil gesagt wurde, naja, das sind Daten, die aus Quellen stammen, die gar nicht in deinem Zuständigkeitsbereich fallen. Zum Beispiel, wenn es um die Frage ging, ob bestimmte Daten aus den Ländern kamen. Da wurde gesagt, der Bund ist ja nur für den Bund zuständig. Das BKA durfte diese Daten übrigens sehen, wie übrigens auch alle anderen Sicherheitsbehörden im Rahmen ihrer jeweiligen Zugriffsmöglichkeiten. Aber der Bundesdatenschutzbeauftragte musste dann außen vor bleiben. Die Landesbeauftragten hatten gar keinen direkten Zugang, sondern sie mussten dann sozusagen bitte, bitte sagen, um dann sozusagen auf dem Umweg dann des BKA nochmal eine Auskunft zu erlangen. Ich habe das damals damit verglichen, dass den Sicherheitsbehörden so ein Ferrari vor die Tür gestellt wurde oder ins Haus, während die Sicherheitsbehörden mit der Postkutsche hinterher reisen dürfen. So sieht keine effektive Datenschutzkontrolle aus. Die Sicherheitsbehörden hatten automatisierte Zugriffsmechanismen. Die Datenschutzbehörden mussten Papierprotokolle prüfen. Wie soll sowas gehen? Ne? Also das sind Punkte, wo man sagen muss, da ist eine effektive Datenschutzkontrolle kaum gegeben. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht nur in seiner Entscheidung zum Antiterror-Dateien-Gesetz den Umfang und die Zugriffsmöglichkeiten, die der Gesetzgeber den Sicherheitsbehörden hier eingeräumt hat, gerügt und für verfassungswidrig erklärt, was viele überrascht hat, sondern es hat das erste Mal sehr genaue Vorgaben gemacht, was effektive Datenschutzkontrolle heißt. Von der Lückenlosigkeit der Datenschutzkontrolle bis hin zu entsprechenden Prüfintervallen. Das Problem ist allerdings, dass diese Prüfintervalle, die relativ kurz sind, in regelmäßigen Abständen sämtliche Dateien da auch zu überprüfen, gar nicht eingehalten werden können ohne zusätzliches Personal. Und wenn das verweigert wird, oder wenn, wie in Hamburg beispielsweise, massivste Einschnitte sogar in diesem Bereich vorgenommen werden, bei zunehmenden Aufgaben, dann heißt das, dass dieses verfassungsrechtliche Gebot nicht mit Leben gefüllt werden kann. Also eigentlich ist eine solche Verwaltungspraxis und Mittelzuweisung selbst verfassungsrechtlich nicht einwandfrei. Das heißt, es gibt immer sozusagen die verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene ist, wie ist die rechtliche Stellung der Datenschutzbehörden? Die zweite ist, wie wird diese rechtliche Stellung von den jeweiligen Behördenleitern, Datenschutzbeauftragten ausgefüllt? Die dritte Sache ist allerdings auch, welche Mittel stehen ihnen dabei zur Verfügung? Und auf allen Ebenen gibt es da sicherlich jeweils unterschiedliche Aspekte, die auch jeweils teilweise auch in den Ländern sehr, sehr unterschiedlich zu bewerten sind. Auch im Zusammenhang mit den NSA-Aktivitäten war ich natürlich aktiv geworden.
Also als klar wurde, und das war ja nach wenigen Tagen nach den ersten Berichten, die auf Edward Snowden zurückgingen, dann auch deutlich geworden, handelte es sich ja nicht um einen Fake, sondern um sehr ernstzunehmende Berichte, auch wenn das von führenden Bundespolitikern immer wieder in Frage gestellt wurde. Für mich war aber klar, dass wir da auch ran müssen. Allerdings war das eine ganz schwierige Angelegenheit, weil das so hochpolitisch aufgeladen war, dass jedenfalls der zuständige Bundesinnenminister mir die Beantwortung von Fragen, die aus meiner Sicht jedenfalls ganz eindeutig in meinen Zuständigkeitsbereich fielen, verweigert hat. Ich habe das übrigens formell beanstandet. Die Sache hatte dann auch noch einen interessanten Nebeneffekt, dass ich dann nach der formellen Beanstandung vom damaligen Staatssekretär des Bundesinnenministers einen bösen Brief kriegte. Das sei ja nun völlig überflüssig, man hätte mir ja ein Gespräch angeboten. Also erstmal, ob ein Gesprächsangebot das wirklich abgeräumt hätte, da habe ich meine Zweifel. Das hat sich dann allerdings herausgestellt, dass uns überhaupt nicht kein Gespräch angeboten wurde. Das war in irgendeinem Vorentwurf mal enthalten. Das hat man ja gestrichen. Ne, das war hochgradig peinlich, fand ich. Übrigens ist er jetzt Geheimdienstkoordinator bei Frau Merkel. Nicht mehr im Bundesinnenministerium. Das sind Aspekte, sage ich mal Teilaspekte, die immer wieder sehr ärgerlich waren. Das hat sich dann auch so ein bisschen wieder, sage ich mal, eingerenkt. Aber die objektive Problematik der Abgrenzung der Zuständigkeiten der Datenschutzbehörden, auch und gerade des oder der Bundesdatenschutzbeauftragten von parlamentarischen Kontrollorganen, bleibt natürlich nach wie vor aktuell und ist ganz, ganz schwer lösbar. Der zweite Aspekt betrifft auch das Problem, dass Datenverarbeitungen nur datenschutzrechtlich geprüft werden können, wenn der oder die Datenschutzbeauftragten davon wissen. Was nicht möglich ist, ist sozusagen eine Rasterfahndung über die Republik, um zum Beispiel irgendwelche nicht offenen Gebäudekomplexe irgendwelcher Nachrichtendienste zu finden. Ich denke, das können schon Sicherheitsbehörden kaum. Datenschutzbeauftragte sind dazu völlig unfähig, so etwas zu machen, schon aus Kapazitätsgründen, natürlich auch aufgrund mangelnder Kompetenzen. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass unabhängig von diesen Snowden-Veröffentlichungen auch im letzten Herbst über gemeinsame Dateien deutscher und amerikanischer Nachrichtendienste berichtet wurde. Das war für mich natürlich alarmierend. Natürlich wurde dann nachgefragt, was ist das eigentlich? Und es wurde ja dann auch öffentlich eingestanden, dass es solche Projekte gab. Leider hatte man allerdings versäumt, durch Gesetz verbindlich vorgesehenen Dateianordnungen zu erlassen und mir vorab vorzulegen. Das war natürlich wirklich ein ganz bedauerlicher Fauxpas und sicherlich auch nicht absichtlich gewesen. Die Datenschutzbeauftragte des BND wird in öffentlich zugänglichen Protokollen des NSA-Untersuchungsausschusses mit der Aussage zitiert, dass sie bei einer Überprüfung ihres Hauses auch festgestellt habe, dass es eine Vielzahl von Dateien gäbe, für die keine Dateianordnung bestünden. Und diese Dateianordnungen sollen ja die Rechtmäßigkeitsprüfung und durch den Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte auch erst ermöglichen. Wenn aber insofern diese Kenntnis erstmal vorenthalten wird, wird diese Aufgabe schwierig bis unmöglich. Lassen Sie mich vielleicht abschließend noch etwas sagen zu dem, wie Kontrolle aussehen könnte. Ich finde, dass die Geheimdienstkontrolle dringend verbessert werden muss. Ich habe deshalb im letzten November dem Deutschen Bundestag auch einen entsprechenden Bericht zugeleitet, den Sie überall noch übers Internet erreichen können. Ist eine Bundestagsdrucksache, wo ich eben auch bemängele, dass es hier Kontrolllücken gibt und darauf dränge und anrege, diese Verbesserungen, dazu Verbesserungen zu kommen. Zu einer verbesserten Koordination der Kontrollorgane und auch zu effektiven Prüfungsmöglichkeiten durch diese Kontrollorgane. Das hat seinerzeit dem Bundesinnenminister not amused, hat dann im Bundestag sich zu der interessanten Aussage hinreißen lassen, wir brauchen keine super Aufsichtsbehörde.
Er hat dann nicht gesagt, dass man ein super Grundrecht braucht. Aber der Bundesdatenschutzbeauftragte sollte nicht zu so einer Art Ober- oder Superaufsichtsbehörde werden. Ich weiß gar nicht, warum er sich da so aufgeregt hatte. Ich bin ja dann auch danach gleich ausgeschieden. Ich finde aber, wenn wir die Geheimdienstkontrolle ernst nehmen, und ich finde, das muss man, wenn man nicht, sage ich mal, dem nicht den Forderungen letztlich nachgeben will, überhaupt die Notwendigkeit von Nachrichtendiensten zu überprüfen, dann muss sich an der Geheimdienstkontrolle etwas ändern. Und ganz wichtig ist für mich, dass eben hier nicht mehr sozusagen nur die eine Seite, nämlich die Nachrichtendienste und ihre Regierungsvertreter, also Vertreter von Ministerien oder des Bundeskanzleramtes, hier, sage ich mal, an ein Kontrollgremium, wie auch immer es gestaltet wird, herantritt, das solche Maßnahmen nach G10 beispielsweise genehmigen soll, sondern dass hier auch Vertreter des öffentlichen Interesses zu Wort kommen. Und es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass man auch die Datenschutzbeauftragten mit einer solchen Funktion zum Beispiel betraut. Ja, ich glaube, dass, wenn Sie jetzt schon klatschen, ist das im Grunde genommen auch schon ein schöner Abschluss. Ich bedanke mich und stehe für Fragen und Diskussionsbeiträge zur Verfügung. Stellen Sie sich am besten an das Podium, an das Mikrofon für die Beantwortung. Und ich sehe schon, 1, 2, 3. War das eine Frage, war das eine Meldung? Herr Scharrer, ich würde Ihnen gerne eine aktuelle Frage stellen, weil wir ja gestern den Beschluss hatten zur Antiterrordatei. Und ja, wie Sie sich bestimmt erinnern, als die Verhandlungen vor dem Bundesverfassungsgericht stattfand, der NSA-Skandal ja noch nicht begonnen hatte. Aber aus meiner Sicht ein sehr klarer Zusammenhang besteht zwischen dieser gemeinsamen Datei und den nachfolgenden Veröffentlichungen. Wir wissen ja aus der Anhörung in Karlsruhe, dass sich um die 16.000 Menschen in dieser Antiterror-Datei befinden und dass nach dem Urteil des Gerichts bestimmte Einschränkungen erfolgen sollten. Würden Sie einen Kommentar dazu abgeben, wie zufrieden Sie mit der Reformierung der Antiterror-Datei sind? Also ich muss jetzt mal zugeben, dass ich dieses Gesetzgebungsvorhaben nicht mehr so genau verfolgt habe wie während meiner Amtszeit, weil ich im Augenblick ja eben auf vielen Hochzeiten tanze, beispielsweise hier auch was erzähle und keine Mitarbeiter mehr habe, die mir in irgendeiner Weise irgendwie zuarbeiten. Ich muss jetzt immer richtig selber arbeiten. Ist irgendwie, ich beschwere mich nicht. Aber ich bin nicht zufrieden damit. Ich will die Antwort nicht schuldig bleiben. Ich finde insbesondere genau diese Frage der Kontakt- und Begleitpersonen unbefriedigend. Aber auch das, was da jetzt kontrollmäßig passieren soll, finde ich sicher noch verbesserungsbedürftig. Also ich vermute mal, es wird eine zweite Runde vom Bundesverfassungsgericht geben und könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die eine ganz gute Erfolgsaussicht hätte. Inwieweit dieses Vorhaben direkt in einem Zusammenhang mit den NSA-Aktivitäten steht, kann ich nicht beurteilen. Ich vermute mal, das hat auch sozusagen unabhängig davon sehr, sehr starke Bestrebungen der Sicherheitsbehörden gegeben, auch der politisch Verantwortlichen für diesen Bereich, diese Datenbestände zu integrieren, unbeschadet der verfassungsrechtlichen Bedenken, was so das Trennungsgebot anbelangt. Also da hat ja das Bundesverfassungsgericht sehr hohe Hürden gestellt und eigentlich alle auch bestätigt, die gesagt haben, das Trennungsgebot hat Verfassungsrang, und die Sicherheitsbehördenvertreter nicht bestätigt, die gesagt haben, naja, das kann man gesetzlich so oder so machen, ne, und dann, solange der Verfassungsschutz niemanden verhaftet, ist es eigentlich in Ordnung. Ne, also für mich läuft das Trennungsgebot leer, wenn es sich nicht in der Information auch widerspiegelt. Also wenn ein freier Fluss von Informationen der Behörden stattfindet, die eine Behörde praktisch weitest im Vorfeld tätig ist, nämlich ein Geheimdienst, und andere Behörden die Exekutivbefugnisse haben und da dann gegenseitig die Daten dann fließen, dann läuft dieses Gebot leer. Und ich finde, das ist nach meinem Verfassungsverständnis jedenfalls nicht in Ordnung.
Guten Tag. Sie haben ja eben schon von der BND-Datenschutzbeauftragten Frau Dr. F. erzählt und den fehlenden Dateianordnungen. Da habe ich noch eine Frage dazu. Frau Dr. F. hat ja erzählt, dass diese Dateianordnungen fehlten und weiterhin auch fehlen. Und diese Dateien werden ja auch weitergeführt offensichtlich. Und mich würde mal Ihre Meinung dazu interessieren, ob das einfach so weit geführt werden kann, was mit den Daten passieren sollte, die in diesen Dateien sich da befinden. Und abgesehen davon hat sie an anderen Punkten auch gesagt, dass sie in bestimmten Punkten im Dissens zu ihrem Chef ist und da Kritik an bestimmten Punkten äußert, aber sich damit eben nicht durchsetzen könnte. Da wird das dann halt einfach so gemacht, wie der BND-Chef das findet. Wenn Sie das kommentieren würden über die Funktion einer Datenschutzbeauftragten in einer Behörde, das würde mich auch interessieren. Also ich habe das auch nur gelesen, ne, was da, was in Netzpolitik dazu stand. Ne, also dieses Protokoll, das ja sehr hilfreich ist, um das so ein Stück nachzuvollziehen. Insofern kann ich jetzt nur vom Hören sagen oder wie man das jetzt in der Schriftform nennt, etwas dazu sagen. Ach so, ja gut, okay. Also zum ersten Thema Dateianordnung. Das große Problem, das ist in vielen Rechtsgebieten bei uns so, nicht nur in diesem Bereich, ist, dass Formalfehler nicht ausdrücklich dazu führen, dass die zugrunde liegende Handlung unrechtmäßig wird automatisch. Ne? Also Verstöße gegen bestimmte Benachrichtigungspflichten beispielsweise im Bundesdatenschutzgesetz, sonstige Formalverstöße führen nicht automatisch dazu, dass die Datensammlung, um die es hier geht, dann unzulässig wird. Das heißt, wir haben im deutschen Recht eine ganz starke Trennung zwischen den Verfahren und der Verwendung der entsprechenden Daten. Das setzt sich ja dann fort bei der Frage, inwieweit unrechtmäßig gewonnene Beweismittel verwertet werden dürfen, wo wir ja, anders als die USA, wo es diese Figur des Fruit of the Poisonous Tree gibt, ja in Deutschland weitgehende Verwertungsmöglichkeiten von auch sogar unrechtmäßig erworbenen Datenbeständen haben. Sodass ich davon ausgehe, dass die Datensammlung, wenn keine Dateianordnung vorhanden ist, nicht automatisch unrechtmäßig werden. Aber natürlich sind Behörden an Recht und Gesetz gebunden und das heißt, selbstverständlich müssen diese Behörden diese Dateianordnung erstellen und natürlich müssen sie auch durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, also sie unterliegen ja jeweils einer ministeriellen Kontrolle, also einer Fach- und Dienstaufsicht, in dem Falle durch das Bundeskanzleramt, sie müssen entsprechend dazu gezwungen werden und entsprechend muss es dann vielleicht auch Disziplinarverfahren geben oder Ähnliches, um das dann durchzusetzen. Mir ist aber nicht bekannt, dass das geschieht. Also vielleicht geschieht es ja. Zum Thema behördliche Datenschutzbeauftragte. Ich fand das sehr mutig, was ich da gelesen habe. Ich finde, so wünsche ich mir eigentlich Datenschutzbeauftragte, dass sie sich nicht einschüchtern lassen, dass sie ihre Meinung sagen, dass sie da auch gegebenenfalls deutlich werden. Die Einschätzung der behördlichen internen Datenschutzbeauftragten kann jetzt sicherlich nicht alleine der Maßstab für das behördliche Handeln werden. Da hat man eine Verantwortlichkeit der Behördenleitung. Das heißt, die Behördenleitung ist verantwortlich und sie kann das ignorieren. Allerdings ist das kein guter Rat. Also in diesem Falle, um den es da ging, jedenfalls der wichtigste, der mir aufgefallen ist in diesem Protokoll, bin ich vollständig bei der auch Rechtsauffassung, die dort geäußert wurde von der behördlichen Datenschutzbeauftragten. Ich finde es geradezu verwegen, anzunehmen, dass Daten, weil sie im Ausland erhoben worden seien, nicht dem deutschen Recht unterlägen, selbst wenn sie in Deutschland durch deutsche Behörden von deutschen Mitarbeitern dieser Behörden verarbeitet werden. Das halte ich für in keiner Weise durch unser Grundgesetz gestützt. Und da muss man natürlich dann auch fragen, wie es dann die Behördenleitung mit genau diesen Vorgaben hält. Und da, ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass diese Frage im Untersuchungsausschuss noch weiter behandelt wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Bestandteil einer gerichtlichen Nachprüfung werden kann. Denn die Sache ist ja jetzt, sage ich mal,
nachprüfbar jetzt auf dem Tisch und jeder, der betroffen ist von einer solchen Maßnahme, könnte gegebenenfalls ja auch den Klageweg jetzt einschlagen. Also insofern denke ich, das wäre sicher ein sinnvoller Weg. Vielleicht hat den ja auch schon jemand beschritten, ich weiß das nicht. Herr Schaar, was meinen Sie, das ist ja eine etwas philosophischere Frage, wer ist schuld daran, dass dem Datenschutz in Deutschland, speziell in Deutschland und anderen Ländern auch, solche Steine in den Weg gelegt werden? Ist das ein Problem der konservativen Parteien, zum Beispiel der CDU? Ist das ein Problem von Macht an sich, dass die Machthaber korrumpiert hat? Ist das ein Problem von Demokratieversagen? Also ich frage Sie deswegen, ob es jetzt nun Hoffnung gibt, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen die Piratenpartei oder die Grünen in der nächsten Wahl 70% bekommen, ob dann alles besser und alles perfekt wird, was Sie jetzt bemängeln. Danke. Also so einen Automatismus gibt es natürlich nicht. Und vor der Wahl ist nicht nach der Wahl. Wenn man mal die Aussagen von Barack Obama vor seiner Wahl zum Thema Amnestie von Telekommunikations- und Behördenmitarbeitern, die das Recht gebrochen haben bei Antiterrormaßnahmen, sieht und dann sieht, was er danach gemacht hat, dann sieht man, dass da zwischen vorher und nachher ein gewisser Unterschied ist. Er hat nämlich vorher gesagt, eine solche Amnestie kommt überhaupt nicht in Frage, rückwirkend übrigens, ne? Eine Straffreistellung, ne? von denjenigen, die an illegalen Überwachungsmaßnahmen beteiligt waren beispielsweise. Und ich glaube, das war das erste Gesetz, das er unterschrieben hat, dann nach der Wahl. Also so kann es gehen. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht unbedingt überall der Fall ist. Und es gibt auf der anderen Seite auch keine Zwangsläufigkeit, dass das so geschieht. Zweiter Punkt ist rechts-links. Naja, bei uns wird ja immer so gesagt, die Konservativen seien so für Überwachung. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mal die Vorgängerpartei der Linkspartei sehe, ist es auch kein Freiheitsverein gewesen. Also mit links und rechts kann man diesen Tagen sagen. Und ich bin übrigens nicht der Bundespräsident. Also ich denke, das ist nicht alleine mit rechts und links gesagt. Also das ist zu einfach. Wenn man in die USA schaut, hat man ja, das fand ich eine interessante Entwicklung übrigens, die bei uns gar nicht so richtig wahrgenommen wurde, ja festgestellt, dass es da ein Bündnis gab nach den Snowden-Veröffentlichungen zwischen den rechten Republikanern der Tea Party und den linksliberalen Demokraten. Und die hätten ja um ein Haar den NSA-Haushalt halbiert. Ne? Also nur die Establishments der beiden großen Parteien haben das ganz knapp im Kongress verhindern können. Also insofern würde ich nicht sagen, das ist zwangsläufig eine Rechts-Links-Frage. Aber es hat natürlich etwas damit zu tun, inwieweit Bürgerrechte ernst genommen werden, inwieweit sie im Vordergrund stehen, inwieweit auch Politik so betrieben wird, dass, sage ich mal, vor der Wahl auch nach der Wahl ist. Also das sind entsprechende Punkte. Ich würde da jetzt nicht ein Pauschalurteil abgeben, aber meine Erfahrung ist, dass selbstverständlich auch Interessen immer eine Rolle spielen und dass natürlich die Schwerkraft der Behördentanker auch immer eine Rolle spielen. Und dass es bisweilen schwierig ist, gegen starke Institutionen bestimmte Änderungen durchzusetzen, aber ehrlich gesagt darf man das der Politik nicht ersparen. Das muss sie gegebenenfalls. Und gerade in diesem Fall sehe ich dringenden Änderungsbedarf. In der letzten Legislaturperiode ist davon nicht so wahnsinnig viel sichtbar geworden. Jetzt sehe ich in bestimmten Punkten, die gar nicht so spektakulär sind, bestimmte Änderungen. Das Interessante ist, dass die interessantesten Änderungen gar nicht öffentlich kommentiert oder kommuniziert werden. Zum Beispiel gibt es seit dem 30. April diesen Jahres einen Erlass des Bundesinnenministeriums gegenüber auch nachgeordneten Behörden, der besagt, dass alle Unternehmen im Bereich IT dazu verpflichtet werden müssen, keine Daten an ausländische Geheimdienste und sonstige Sicherheitsbehörden herauszugeben. Sonst droht eine riesige Vertragsstrafe.
Finde ich eine interessante Entwicklung, ne, die auch tatsächlich begrüße ich. Ich habe das heute auf einer anderen Konferenz, die von der Deutschen Bank veranstaltet wurde, auch schon der deutschen Wirtschaft vorgeschlagen, diesem Vorschlag nachzueifern. Die kannten das auch alle nicht übrigens. Also ich finde, ein bisschen geschieht schon, aber es geschieht nicht überall dort, wo man es vermutet. Ich finde es richtig, dass man da allerdings durchaus sehr viel mehr noch macht, bei der Kontrolle genauso wie beim tatsächlichen Handeln. Dieses ungefilterte Weitergeben von sämtlichen Daten, die nicht erkennbar Deutsche betreffen oder Deutschland betreffen, an ausländische Nachrichtendienste, halte ich zum Beispiel für nicht akzeptabel. Herr Schaar, unlängst wurden Sie auf Twitter, für Bürgerbelange wurde jetzt das Amt des ehemaligen Datenschutzbeauftragten geschaffen. Wenn ich mir andere Kontrollorgane anschaue, zum Beispiel den Wehrbeauftragten des Bundestages, die ähnlich zahnlos während ihrer Amtszeit unterwegs sind, die mahnen können, die sich den Mund fusselig reden, könnten Sie sich einen runden Tisch vorstellen aus genau diesen Leuten, die früher an genau diesen Ämtern sich müde gekämpft haben, wenig erreichen konnten? Und für wie gefährlich halten Sie das Verhalten der Bundesregierung, die ja offenbar, so hat es allmählich den Anschein, diese Ämter relativ systematisch kaltstellt? Danke. Also ich weiß gar nicht, ob ich das als Lob auffassen soll, dass ich jetzt die ganzen erfolglosen Beauftragten jetzt, nachdem sie ausgeschieden sind, irgendwo treffen sollen. Mir wäre das ehrlich gesagt lieber, dass die Beauftragten, die sich im Amt finden, zusammenfinden und sich durchsetzen können. Also das wäre eher der bessere Weg, was nichts dagegen spricht, dass man auch Netzwerke von Alumni entsprechend gestaltet. Aber im Mittelpunkt geht es um Entscheidungen, geht es um Änderungen und es geht natürlich nicht darum, ob jemanden, sage ich mal, Datenschutzbeauftragter der Herzen wird. Ehrlich gesagt ist das noch eine nettere Bezeichnung, sondern habe ich auch auf Twitter gelesen. Der entscheidende Punkt ist, wie können wir den Datenschutz effektiv stärken und sofern jetzt die nicht mehr im Amt Befindlichen dazu etwas beitragen können, sollen sie es machen. Würde ich auch machen, ehrlich gesagt. Also insofern ist es nicht falsch, aber nicht entscheidend. Dann vielen Dank nochmal, Peter Schaar.